Das lange Warten hat ein Ende, nachdem das Team bereits 2006 und 2008 den Turnierabschluss auf Europas größter Fanmeile feierte, kann die Mannschaft in diesem Jahr nun endlich den WM-Pokal unter dem Brandenburger Tor präsentieren. Boah, der funkelt und der glänzt einfach mega, ja. Also, boah, das Ding will ich zu Hause haben. Vor rund 400.000 Fans feierte das Team rund eine Stunde lang mit den Anhängern, bot unter anderem sehenswerte Tanzeinlagen und präsentierte sich als wahrer Weltmeister. Der beste Tänzer, also Mats Hummels, meiner Meinung nach, aber ansonsten alle klasse. Also Wahnsinn. Der beste Tänzer? Boah, schwer zu sagen. Aber Poldi natürlich. Wer einen Blick auf seine Helden erhaschen wollte, der musste allerdings früh aufstehen. Also wir sind heute Morgen um 6 Uhr angekommen und seitdem auch hier. Und klasse, super, tolle Stimmung. Also Wahnsinn, muss man erlebt haben. Wir sind um 11 Uhr angekommen mit dem Zug aus Köln und Bombe, ja, Bombe. War zwar ein bisschen voll, ein bisschen Stress, aber geil, geiles Feeling. Hammer. Wann waren wir hier? Kurztag? 6:30 Uhr. 6:30 Uhr ungefähr, ja. War gut. Hat sich aber gelohnt auf jeden Fall. Wir waren wegen Helene Fischer hier. Nein, das war geil. Auch die Jungs mal zu sehen, live zu sehen. Ne? Das guckt man die ganze Zeit immer nur Fernsehen und hofft, dass das wirklich endlich mal klappt. Jetzt hat es funktioniert, dann lohnt sich das natürlich auch aufzustehen und hier diese Atmosphäre mitzunehmen. Ist Wahnsinn gewesen. Die Besten kamen zum Schluss. Für die Berliner Fußballfans endete die WM nach dem Finalsieg mit dem absoluten Höhepunkt. Und sicherlich würden sich alle über ein Wiedersehen in 2 Jahren nach einer erfolgreichen Europameisterschaft freuen.